ihr Lieben, herzlich willkommen im Dude Yourself Inspiration Kids Club. Vielleicht kennt ihr schon diese kleine Playmobil-Figur, das ist die Hannah Vogel. Die kennt ihr vielleicht vom Kanal Spiel mit mir Kinderspielzeug. Und vielleicht habt ihr auch schon die Geschichte gesehen, dass Hannah jetzt in einer Reitschule ist, in Randys Reitschule, und dort reiten lernt. Aber das Problem ist, Hannah hat ja hier diesen Pferdeschwanz und die Schleife. Die Schleife kann man noch abnehmen, aber den Pferdeschwanz nicht. Und bei den Kinder-Playmobil-Figuren kann man ja auch die Haare nicht abnehmen. Bei den Erwachsenen funktioniert das, aber bei den Kindern nicht. Da sind die Haare ganz fest. Und deswegen passen ihr leider die Reithelme nicht. Aber es ist natürlich wichtig, dass man einen Helm trägt beim Reiten. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich für Hannah selber einen Helm bastel. Ich habe da schon mal so einen vorbereitet. Den hatte sie schon im letzten Video auf. Also einfach aus Silk Clay gemacht. Einen Helm geformt. Der ist noch so ein bisschen unförmig. Wir werden gleich nochmal einen schöneren basteln. Und den kann man hier oben so auf die Haare draufsetzen. Und dann ist die Hannah auch beim Reiten geschützt. Und ich finde, es sieht gar nicht schlecht aus. Man kann sofort erkennen, was es ist. Und dadurch, dass das Ganze dann trocknet, kann man das auch immer wiederverwenden und immer wieder draufsetzen. Das kann man natürlich für Kinder basteln, für Erwachsene. Man kann auch irgendwas anderes. Also das ist jetzt der Reithelm, aber vielleicht fehlt euch noch der Fahrradhelm für eure Playmobil-Figur. Dann könnt ihr das natürlich ganz genauso nachbasteln. Ich habe hierfür 3D-Clay, also das ist so wie Silk-Clay. Und bei 3D-Clay habe ich eben schwarz. Und ich finde, schwarz sieht dann irgendwie am besten aus für den Reithelm oder braun. Und davon nehme ich mir eine Portion. Und jetzt kommt der Helm erstmal einmal ab. Und diese Portion rolle ich zwischen meinen Händen zu einer Kugel. Wenn ich eine richtig schöne Kugel habe, dann setze ich die bei Hannah auf den Kopf und drücke die langsam nach unten. Schön gleichmäßig, so dass der Helm auch dann einmal rund um den Kopf rumgeht. So sieht das Ganze aber noch nicht aus wie ein Reithelm, sondern eher vielleicht wie eine große Mütze. Deswegen forme ich das Ganze jetzt noch so, dass hier vorne so ein kleiner, das ist ja immer hier so ein harter Kunststoff hier vorne. Ein bisschen wie so ein Sonnenschutz. An den Seiten forme ich den Helm noch etwas schmaler. Und sonst, so sieht es ein bisschen albern noch aus, aber mit ein bisschen, mit einem kleinen Kratzer oder mit einem kleinen Stäbchen kann man das Ganze noch etwas passender und schöner gestalten. Ich benutze dafür einfach so ein kleines Holzstäbchen und als erstes forme ich hier vorne so einen Streifen ab, damit sich dieser Sonnenschild so ein bisschen abhebt. So. Und ansonsten ist ja hier immer so eine Linie und hier auch so wie so ein Kreuz. Und obendrauf ist dann meistens noch so ein kleiner Knopf. Also einfach alles ein bisschen einzeichnen. Und ich habe ja hier noch Knete, daraus nehme ich eine ganz, ganz kleine Kugel und setze die hier oben drauf, damit wir auch noch den Knopf haben. Und dann ist Hannas Reithelm schon fertig. Der sieht natürlich jetzt ziemlich groß aus, aber der muss ja auch etwas größer sein, damit er über den Zopf hier rüber passt. Ist sogar noch ein bisschen größer geworden als der letzte Reithelm, den ich geformt habe. Also da ist euch natürlich das frei überlassen, ob ihr einen kleineren oder einen größeren Helm formt. Ihr könnt natürlich auch, wenn euch der nicht gefällt, den einfach wieder nehmen, nochmal von vorne beginnen. Also das ist ja mit dieser Knete überhaupt gar kein Problem. Und ihr müsst es jetzt auf Hannas Kopf trocknen lassen oder auf dem Kopf von eurer Playmobil-Figur. Und dann könnt ihr das irgendwann abnehmen. Und das zeige ich euch jetzt hier. Da ist dann richtig der Kopf so abgeformt und dadurch kann man das immer wieder gut auf den Kopf draufsetzen.
Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und vielleicht möchtet ihr euch auch einen Fahrradhelm, Reithelm oder sonst irgendwas, eine interessante Kopfbedeckung für eure Playmobil-Figuren basteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, drückt auch auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!